Okay, unsere Aufgabe ist also jetzt, die Stimme des Imperators zu finden und zu befreien. Auf Voss. Heil dem Imperator. Dann werden wir das mal in Angriff nehmen und landen. So, wir sind jetzt auf Voss gelandet, beziehungsweise erstmal auf der Raumstation Over the Mine. Aufsatteln. So. Ja, wir sind auf Voss. Alles klar. Zünde das südliche Signalfeuer an. Hier gibt es so kleine Mini-Quests. Die eine oder andere werde ich mitnehmen, weil es sind Punkte für umsonst, sag ich mal. Und da fangen wir doch gleich mal hier mit Lord Kabaros an. Mini-Quest. Ihr da, stehen bleiben. Mein Diener erzählt mir nur Plattitüden über den Fortschritt des Imperiums hier auf Voss. Ich will die Wahrheit erfahren. Findet die wahren Ergebnisse unserer Bemühungen heraus. Glaubt ihr, dass die Voss sich uns bald ergeben werden? Die Voss werden schon sehr bald unter unserer Kontrolle stehen. Dann täuscht mich dieser Trottel zumindest nicht. Interessant. Vielleicht hole ich doch einige meiner Truppen zur Unterstützung unserer Arbeit hier. Aber vielleicht sagt ihr mir ja auch nur, was ich hören will. Oder was jemand anders mich hören lassen will. Wie kann ich euren Worten Vertrauen schenken? Ihr könntet als Agent für meine Feinde arbeiten, um mich in den Ruin zu treiben. Ich führe nur den Willen des Imperators aus. Große Worte. Aber ich spüre Wahrheit in ihnen. Geht, ich muss meine Strategie weiter überdenken und eure Anwesenheit lenkt mich nur ab. Ja, das nenne ich mal schnell gepunktet hier, ne? Zack. Mini-Quest. So, wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Warte, 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 warte. Wir sollen wahrscheinlich, ich glaube, wir sollen schon mit dem Gleiter fliegen, seht ihr das? Aber hier ist noch eine andere Mini-Quest. Wo waren die gewesen? Hier. Die Agentin. Warum sollte ich das nicht mitnehmen? Verstanden. Ziele nähern sich. Fahre fort. Guten Tag, mein Sith Lord. Es ist mir eine Ehre, im Namen des imperialen Geheimdienstes mit euch zu sprechen. Wir brauchen euch für eine wichtige Überwachungsmission. Wenn sie Erfolg hat, können wir eine Menge Geheiminformationen über die Kriegspläne der Republik erfahren. Dann werde ich tun, was getan werden muss. Wir möchten, dass ihr dieses Audio-Überwachungsgerät nehmt, den hochrangigen Republikaner Girr Antok findet und ihn in ein Gespräch verwickelt. Wir haben eine Tarnidentität erschaffen. Ihr seid ein potenzieller Überläufer zur Republik. Es wurde bereits ein Treffen mit Antok vereinbart. Das Überwachungsgerät wird alles Gesagte aufzeichnen, sodass wir Antoks nichtmenschliche Sprachmuster kopieren können. Das wird uns den Zugang zu den verschlüsselten Daten der Republik verschaffen. Das klingt nach einem Plan. Viel Glück. Wir freuen uns, euch bald wiederzusehen. So, da werden wir mal diese Quest hier machen, diese Mini-Quest. Komm, Chester, schwing deinen süßen Hintern rauf. Und dann werden wir die nächste Mini-Quest mal erledigen. Gut, da müssen wir jetzt ein paar Meter für fliegen, aber ich sag mal so, 12.000 Punkte für mal eben hin und her fliegen. Ich sag mal, für fast praktisch umsonst. Warum nicht? So, wir müssen noch, glaube ich, noch über die zweite Brücke, glaube ich, nicht? Ja.
Oder habe ich mich da jetzt versehen? Oh, ich habe mich beinahe versehen hier. Wir müssen da gar nicht hin. Wir müssen hier irgendwo hin. Upsala. Autschen. Hier war das gewesen, nicht? Genau. So. Das nächste Mal rate ich zu mir. Seid ihr Gir Antok? Kai Griso is retno parnai. Adra vimos brandimos prostis kad atveretag. Smal sio pobudus mana ira patare mana nan kali. Ich habe diese jämmerlichen Narren, die sich Sith nennen, so satt. Ich will euch helfen, sie zu zerstören. Wir noda ir namoro linio. Acrodo nomales, smogas total gis bavo apiatai. Wer mir nicht glaubt, dem ist nicht zu helfen. Acrodo nomales, smogas total gis bavo apiatai. Holo gigioja bava napa gristai apcaltinta serapole. Era bagalines viltias. Ki Asima. Das war's schon. Kurz mit dem Quatschen. Wir tun, als wenn ich überlaufen möchte zur Republik. Seine Sprache aufgezeichnet, das, was der Geheimdienst haben möchte. Jetzt fliegen wir halt wieder zurück. Ja. Oh, was ist das hier? Wissensobjekt. Jo, da sind Bauer noch mit. So, wieder zurück über die Brücke. Ich habe die Aufzeichnung für euch, Agentin. Hervorragend. Unsere Techniker werden sofort mit der Bearbeitung der Aufzeichnung beginnen. Diese Geheiminformationen könnten Kämpfe in der ganzen Galaxis beeinflussen. Wir danken euch vielmals für eure Hilfe bei der Beschaffung. Das war nichts Besonderes. Ihr habt euch sehr geschickt angestellt, so viel ist sicher. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ich habe viel zu tun. Danke noch einmal für eure Unterstützung. Zack, erledigt. Ja, 12.000 Punkte für ein bisschen hin und her fahren. So, da gibt es hier noch eine Quest, aber die machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt nur noch mal weiter. So. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ja, dankeschön. Wir fliegen jetzt gleich durch einen Knotenpunkt durch. Und da unten ist ein Datacron. Glaube ich zumindest, dass wir durch diesen Knotenpunkt durchfliegen werden. Schaue ich mal gleich. Wenn ja, sage ich euch das. Ja, genau unter uns, seht ihr das? Ist ein Datacron. Ist ein... Da ist es, seht ihr das? Da! habt ihr das Datacron gesehen? Da muss man durch so eine Röhre durchlaufen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau welche. Ich glaube sogar diese, wo wir jetzt gerade durchfliegen. Da muss man den Berg hochhopsen hier. Und dann durchlaufen. Und dann kommt jetzt ein Datacron hin. Schon sind wir da. Ich habe Post, habe ich gerade gesehen. Ach, wieder dieser Scheiß hier, echt löschen. So. Warte mal, nee, wo müssen wir jetzt hin hier? Irgendwo in die Richtung. Aussatteln. Warte mal, haben wir was zu reparieren und so weiter? Ich komme mal nach.
Benötigen Sie medizinische Hilfe? Nur Reparatur, okay. Leben Sie wohl. Warte mal, ich schau mal auf die Map, wo es hier wirklich ist. Ach ja, das ist gleich hier vorne, seht ihr das? Okay. Ach ja, ich soll ja diese Feuer anzünden, stimmt. Ah, Mensch, doch, ich hab schon wieder einen Frosch im Hals. Bei diesen dusseligen Katzen, ne? Da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Weil die sind schnell. Und die können dann so vom Swoop hauen, wenn man jetzt bei denen vorbeifährt. Kommen die sofort hinterher gerannt und schmeißen einen runter. Das kann dann schon mal nervig sein. So, da müssen wir hin. Die müssen wir ausschalten. Hallöchen. Kommt mal her hier. Du Hopsen. Okay, erst das Feuer anzünden. Es gibt einen Bonus, seht ihr das unten? Ein Bereichsbonus ist das. Nexus und Marowars. Mal gucken, wenn wir die so nebenbei so sehen, dann nehmen wir die mit. Oh, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Ist ja schrecklich, Mensch, da. Mal aufsatteln. Jetzt müssen wir da lang. Machen wir den Bonus oder machen wir nicht? Müssen wir jetzt aber die mal irgendwie platt machen. Autsch. Ich habe einen Silberling dabei, aber egal. Das ist nicht ganz so wild hier. Den ersten Teil des Bonuses haben wir auch schon gleich erledigt. Wo haben wir eigentlich... guck mal, das sind die anderen, die wir erledigen müssen. Diese Maro-Bums-Dings hier. Die hier. Davon baute ich nur einen. Ach, das ist lustig. Und warte mal, ich sattel mal wieder auf. Brauchen wir nur noch zwei von den Nexus. Aber ich denke mal, die kriegen wir da einfach jetzt, wenn wir zu diesen Fackeln fahren. Das sind die da einfach. Die brauchen wir jetzt nicht extra nochmal töten hier. Upp, da ist die nächste. Gut. Ups, nicht zu weit. So, jetzt holen wir uns aber erstmal in den Bonus. Machen wir das schon mal fertig hier. So, kommt mal her, Jungs. So. Bonus erledigt. Gleich schon wieder Level Up. Sehr genial. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen jetzt in die Richtung. Ich würde mal sagen, wir fahren mal hier lang. Erstmal ein Stück den Weg zurück. Ah. Irgendwo da lang, würde ich sagen. Seht ihr das? Oder vielleicht die Höhle da? Hier sind eine Menge Viecher hier.
Da müssen wir hin. Ach, ich habe irgendwas dann gelockt. Warte mal, machen wir mal die Wegfahrttechnik. Irgendwann bin ich zu weit weg und dann lassen die ab. Siehste, sag ich doch. Oh, und wieder zurückfliegen. Was heißt euch willkommen, Fremdling? Warum wollt ihr Madagaru sprechen? Er besitzt Informationen, die ich benötige. Ein lohnenswertes Ziel. Madagaru wird euch empfangen. Der Treffpunkt wird enthüllt.